Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um sichere und gewinnbringende Geldanlagen. Es geht heute um den Sonderreport. Der ein oder andere, der meinen Kanal abonniert und auch im Thema Gold ist und Bitcoin wird es kennen, in Gold We Trust. Und zwar wurde am 27. Mai, ja, diesen Jahres der neue Report online gestellt und ihr habt hier 350 Seiten starke, ja, Informationen rund um das Thema Edelmetalle, Schwerpunkt natürlich Gold. Und dieser Report gibt es schon seit 15 Jahren und er hat jetzt insgesamt, wurde er sogar dieses Jahr schon 2 Millionen Mal heruntergeladen. Einmal auch von mir. Ja, ich habe mir das Ganze angeschaut und ich möchte euch hier in diesem Video einfach mal einen Einblick geben, eine Kurzzusammenfassung, was da drin steht und einfach mal einen Ausblick, hochinteressant, spannend, bleibt dran. Und zwar der diesjährige in Gold We Trust Report trägt den Titel Der monetäre Klimawandel. Und ja, ist eine Begleiterscheinung zu dem, was da gerade auch passiert. Und der Report beinhaltet folgende Themen, also eine Zusammenfassung hier auf einen Blick. Und zwar ein monetärer Klimawandel zeichnet sich ab. Das ist ja der Oberbegriff. Ja, und das ist das Thema Paradigmenwechsel. Wir leben in total verrückten Zeiten. Und hier wird einfach beschrieben, welche politischen Reaktionen, ja, treten auf aufgrund der Pandemie. Was passiert da letztendlich? Und tiefgreifende Veränderungen in der Fiskal- und Geldpolitik werden spürbare Konsequenzen auf das Geldsystem und letztendlich auch auf uns alle, auf die gesamte Bevölkerung haben. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern global. Das ist, wie gesagt, das meiner Meinung nach entscheidendste Kriterium, was hier behandelt wird. Und ja, die erhöhten Teuerungsraten, da habe ich ja ein Video gemacht, vorletzte Woche, werden natürlich nicht so schnell ja, vorübergehen. Und die Frage ist, wie das Ganze endet. Ja, da habe ich ja, wie gesagt, letzte Woche das Video gemacht. Und die Realzinsen verharren auf Jahre noch im negativen Bereich. Das ist auch meine Einschätzung, weil würden jetzt die Notenbanken die Zinsen auch Schritt für Schritt anheben, dann wären die Staaten sofort pleite, weil die könnten die Zinsen nicht mehr bezahlen. Das ist ganz klar auch meine Meinung. Auch hier Silber als Hauptgewinner des monetären und meteorologischen Klimawandels. Auch hier muss ich sagen, ich beschäftige mich ja auch intensiv mit Silber und ich sehe persönlich Silber auch in den nächsten Jahren, ich sage bewusst Jahren, bei über 100 Euro. Ja, und ich sage jetzt nicht Jahre mit Jahrzehnten, also ich meine schon Jahre und ja, bis 2030. Und wenn man das Ganze mal hochrechnet auf die nächsten 9 Jahre und wir hätten eine Ver-3,3-fachung oder grob eine 3,5-Verfachung und du hast jetzt vielleicht noch Geldwerte mit Nullzinsen, ja, braucht man nicht zu rechnen, dass das Ganze hier Sinn macht. Ja, zumindest erhältst du die Kaufkraft. Silber wird industriell fair und gebraucht und ist im Verhältnis zu Gold natürlich auch wesentlich seltener. Also von daher, Silber, gehe ich mit, ist genau das Thema. Natürlich gehen die auch auf Gold- und Silberminenaktien ein. Das ist ja das, wo ich auch zahlreiche Videos gemacht habe, wo wir auch innerhalb unserer Portfoliostrukturen ja, zum Teil auch übergewichtet sind in Gold- und Silberminenaktien. Auch hier werde ich euch ein ganz wichtiges Video einblenden über Gold- und Silberminenaktien. Mein Ausblick auf die Minenwerte. Hochinteressant, wenn du es noch nicht geschaut hast, schau dir es an. Kryptowährungen, sagen sie, werden physisches Gold als Wertanlage nicht ablösen. Ja. Ja, wie gesagt, Kryptowährung als Beimischung 2% bis 5% würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich teile auch hier die Meinung, Gold funktioniert seit über 5000 Jahren, wird uns auch überleben. Und das ist auch genau meine Meinung. Also das sagt nicht nur ich, sondern auch die Macher von In Gold We Trust. Ja, technische Analyse zu Gold, auch die teile ich. Da würde ich sogar höher gehen.
gefühlt, das Kursziel dieser Formation liegt bei 2700 Dollar und sie sagen, Goldpreis bis zum Jahre 2030 bei 4800. Da gehe ich auch mit. Das ist genau das, wo ich auch der Meinung bin. Wie gesagt, schaut euch mal das Video an. Da habe ich ein Video gemacht, Gold- und Silberminenaktien im Vergleich auch zu Gold physisch. Da nenne ich genau auch diese Zahl. Jetzt unabhängig von dem Report. Und die sehen in 2021 ein neues Allzeithoch bei Gold. Ja, und von daher, wenn du noch kein Gold hast, dann hol dir jetzt Gold, weil jetzt hast du noch die Möglichkeit einzusteigen und der Preis, so wie Gold wie Trust auch sagt, das teile ich natürlich auch hier die Meinung, ist noch nicht zu teuer, im Gegenteil. Ja, mein Fazit, wie gesagt, kauf Edelmetalle, schau dir genau an, wo stehst du jetzt, wie ist dein Portfolio strukturiert. Ich sage mittlerweile nicht nur 10-15%, ruhig auch Gold im Moment übergewichten. Denk an Silber. Wie gesagt, jeder hat individuell andere Bedürfnisse, jeder hat ein anderes Portfolio. Wenn du Hilfe brauchst bei deiner Geldanlage, wenn du eine zweite Meinung suchst, ob du richtig aufgestellt bist, wenn du die richtigen Handelspartner suchst, Handelspartner, die nicht hohe Kosten haben. Ich sehe hier jeden Tag Angebote. Ich kenne viele, viele Marktbegleiter, ich schaue mir die AGBs an. Also wenn du jemanden suchst, der wirklich auch mal drüber schaut und dir da Impulse gibt, und dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Gerne kannst du hierfür ein 20- bis 30-minütiges Kennenlerngespräch führen und wir gehen dann individuell auf deine Situation ein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Teile auch diese wichtige Information in deinen sozialen Medien. Wenn jemand noch nicht so fit ist wie du im Bereich der Edelmetalle, dann wäre er mit Sicherheit erfreut, wenn er auch davon erfahren würde. Ich würde mich freuen. Alles Gute hier aus Eichenzell. Dein Daniel Sauer.